Ja, da sind wir wieder. Mit diesen lustigen Spielen Outer Worlds. Ich habe herausgefunden, warum mein Wachmann nicht zum Dienst erschienen ist. Schön Dude, aber was ich auch herausgefunden habe, ist, dass es hier noch einen Ort gibt, in dem man Sachen klauen kann. Ich habe immer noch nicht genug Fähigkeiten, Dinge zu klauen, vor allem Diplomatenausrüstung. Ach ja, stimmt, das gibt mir noch diese Upgrades. Ich müsste ja mal gucken, ob ich irgendeine Rüstung von mir noch... Könnten wir nicht Taschendiebstahl in diesem Spiel betreiben? Man könnte Taschendiebstahl in diesem Spiel betreiben. Vor allem lustig, dass man sich dabei bewegen. What do you think you're doing? Taschendiebstahl? Ich würde gerade gehen. Just don't let me get you again, alright? Alles ist gleich normal. Wie triggert das eigentlich? Achso, ihre Aufmerksamkeit geht hoch. Na gut, wir laden das nochmal. Das muss ja nicht alles sein. Das muss nicht sein. Ja, ich bin der Taschendiebstahl einfach viel zu schlecht, um was zu reißen. So, gut, das Ding kriegen wir nicht auf, weil ich habe bestimmt auch gerade keinen Kopf bei, oder? Wo ist denn eigentlich Pavati? Ich sehe die hier gerade nicht. Ach, da hin. Okay. Judy, aber was wir auf jeden Fall benutzen dürfen, ist dieser Computer, oder? Matlas Quartier Terminal. Hallo, Subway Underground Agent. Zur Erinnerung, jegliche Schutzgelderpressung hat ausschließlich in den Angestelltenbereich des Lagerraums stattzufinden. Vielen Dank. Ah ja, nice. Tresor öffnen. Schön. Abriegungsalarm ansehen. Warnungen an Subway Underground, bis auf weiteres ist die Ehre da, dass das Fernkomplex abgeriegelt ist. Niemand ohne Exposition, blablabla. Das können wir schon Protokolle anzeigen. Arbeitsprotokoll Vargas. Hab gerade gehört, dass ganz Eridanus abgeriegelt wird. Irgendwas Schlimmes muss im Hotel passiert sein. Meine Narben schmerzen. Das kann nur heißen, es wird bald genug leerdammte Sicherheitsprobleme geben, dass wir zu beiden Enden herauskommen. Soweit ich das sehe, ist jede Brücke ohne mein Zutun geschlossen worden. Überraschung. Außer der zu der Purple Berry Obstgärten. Ich gehe da jetzt raus, um sicher zu gehen, dass das alles läuft. Und falls nötig, ein paar Köpfe auseinander zu hauen. Falls du ein Slug-Agent bist und das hier liest, schwing deinen Hintern zum Landeplatz. Falls irgendein arroganter Byzantiner hier auf einem Schiff rausfliegt, sind wir alle dran. Silver? Hier ist Steve, müsst dem Beist als dem Becht kommen, füg dich. Und was flasse Spektrum in das nicht, das ist meine. Stilwell, warte mal, Stilwell? Amelia Stilwell. Ach so, das war die andere. Mit dem Bericht. Ah ja, super. O'Connell? Bericht über O'Connell. Bericht zum Hofverwaltung, 8 Stunden, 14 Minuten. 14 ein Viertel Minuten lang patrouilliert. Schicht mit 14 ein Viertel Minuten verspäteter Angestellte Silvi getauscht. Landplatz 8 Stunden lang patrouilliert. 4 Stunden lang geschlafen. Auf heute Geschichte an der Brücke zum Naturwartungsreservat vorbereiten. Das war der Tote, ne? Der war aber schon ganz schön präzise. Und das war der Typ, der jetzt hier der dicke Säufer war? Ich meine, das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an. Als wäre der richtig straight edgy gewesen, oder? Da wir natürlich jetzt erfahren, nachdem er seine Leiche ausgegraben hat. Trotzdem. Was haben wir hier noch? Wollt ihr bis hier im Keller folgen? Oh, meine Maus ist schon wieder so schnell unterwegs. Das ist zwar für Feuereffekte eher nicht so gut, aber zum Zuschauen. Dann gibt es jede Menge. Gibt es in diesem Spiel auch mal so unendlich viel so Technik-Mumbo-Jumbo, ne? Ah. Achso, jetzt sind wir wieder. Ja, klar, natürlich sind wir wieder. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu den Purple Bay Obstfarm. Da wollte ich ja sowieso die ganze Zeit schon mal. Wenn wir die auch immer so einen klassischen Lederkoffer haben. Reisen muss früher übel der Problem gewesen sein. Also, du siehst auf allen historischen Bildern so, siehst du immer, wie diese Leute, diese Harry Potter, genau, in dem Harry Potter Film ist das auch ganz viel, aber so war das ja früher wirklich, diese scheiß Lederkoffer. Überall haben sie diese dummen Koffer, meine Großeltern haben die ohne irgendwo auf dem Dachboden rumstehen. Das geht ja auch so weit, wenn du hier so diese fliehenden Familien siehst, die da irgendwie, also das ist meistens schon, also ich habe neulich also gut, ich wusste schon vorher, aber meine Großeltern sind zum Beispiel auch aus Pommern geflohen. Ich habe schon mal den Ortsnamen vergessen, ich habe es mir aufgeschrieben, hat Oma neulich zu Weihnachten erzählt. Und auf jeden Fall, da haben die ja auch immer diese ganzen Koffer noch, wenn da irgendwie so alte Filme von damals, haben die immer ihren ganzen Koffer bei. Da habe ich mir so mal nachgedacht, was würde passieren, wenn ich jetzt, oh, ist einfach nur ein Champion-Wurf-Beschläger? Okay, wenn ich jetzt hier irgendwie fliehen müsste, sag ich mal. Ich hätte auch nicht so richtig geil Zeug, ne? Ich habe immer so einen Reisekoffer, der genauso maximal machst, was du auf Gepäck mitnehmen kannst. Nicht so geil. Dann habe ich so einen Handgepäckskoffer. Auch nicht so richtig geil. Der ist eher ziemlich klein. Meine Freundin hat noch so einen Tramping-Rucksack, aber ich habe zum Beispiel auch keinen. Ich hätte Probleme zu fliehen. Also ich könnte nicht allzu viel Zeug mitnehmen. Mal davon abgesehen, dass ich sowieso nicht so richtig wüsste, was ich mitnehmen soll. Weil ich viel lauter Dinge besitze. Also die Dinge, die mir so mittelmäßig wichtig sind, sind halt irgendwie nichts, womit du wegrennst. Das sind zum Beispiel irgendwie so ledergebundene Bücher, so fancyige von Fantasy-Romanen, die ich gerne lese. Aber die kannst du auf keinen Fall mitnehmen. Ich meine, das ist jetzt nicht lebenswichtig. Klar, Urkunden, Dokumente und so weiter und so fort. Da habe ich so einen Koffer für.
Da müsste ich in den Ordner greifen, dann bin ich eigentlich quasi, ist alles super. Ja, kein Problem. Aber ansonsten, wenn ich so fliehen müsste, ist halt irgendwie nur Klamotten, ne? Naja, ist auf jeden Fall halt nicht so einfach, um ein bisschen deprimiert darüber nachzudenken. Das ist der Champion-Wurfballschläger, den ich uns gerade geklaut habe. Genau wie den Flammenwerfer und diese total sinnlose Space Strike Pistole und diesen Plasmaschneider Titan. Was ist das hier? Revolver macht. Ist raus, hast keine Miete zahlt hier. Was kann das Ding hier eigentlich? Zeitdilde zum 20%. Eigentlich voll gut, ne? Die bewege ich jetzt Schubkappe, die kann eine Menge. Wenn man so will. Nehmen wir diesen komischen Anzug hier. Was eigentlich brauchen wir zwischendurch mal Fertigkeiten? Verteidigungsfähigkeiten, das ist aber. Hier der direkte Extra-Anzug, so würde ich noch nichts sehen. Tarnungsfähigkeit, ne, das ist Attribute. Muss ich hier nochmal gucken, warte mal, habe ich hier irgendwo Körperattribute? Was ist das hier? So, Alkohol kann auf jeden Fall weg. Das kann weg. Grundleben ist 25%, braucht keine Sau. Geistesattribute plus 1, das ist gut. Das ist Mist. Lebensregeneration. Fertigkeiten. Das ist halt alles so irgendwie so komische. Das sind so Buffs, die würden halt. Spectrum Brown. Oder Brown, Wodka, Nervosität, Geistesattribute plus 1. Hä, warte, was? Moment. Das Ding macht Geistesattribute minus 2, aber dann macht es Brown, Wodka, Nervosität, Geistesattribute plus 1. Geistesattribute minus 1. Körperattribute minus 2. Trink den braunen Kartoffelsaft. Er macht dich froh und er bringt dir Kraft. Aber es bringt Stärke, immerhin. Und Charisma und Grundleben. Komm weg, der Scheiß. Was mir irgendwie fehlt in so vielen Spielen sind halt so. So, Geistesattribute plus 1. Aber das stackt nicht, oder? Ich kann nicht einfach hier den Trip teasen, das andere Zeug trinken und dann ist irgendwie cool. Kann ich die favorisieren? Nee, kann ich nicht. So, warte mal, ich habe ja noch Shot. So, Judy. Das hat zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Ich will mal F4 drücken zum Speichern, aber funktioniert in dem Spiel auch nicht. Ja, auf jeden Fall so auf so einer großen Flucht. Ich wüsste nicht, was ich mitnehmen soll. Es ist halt irgendwie. Also außer Klamotten natürlich offensichtlich. Aber es gibt nicht so den Familienschmuck oder so. Ich besitze ja keinen Schmuck, den ich mitnehmen kann. Ich hab eine Uhr. Das ist der teuerste, was ich an Schmuck hab. Die hat 130 Euro gekostet. Warte mal, nee, 160, glaube ich, oder so. Also sie ist nicht so unendlich teuer für eine schicke Uhr. Und das ist halt wirklich meine schicke Uhr. Die ich halt irgendwie nie trage, weil ich nicht mehr physisch zur Arbeit gehe. Aber ich hatte sie früher immer auf Arbeit um. Das ist um so ein bisschen, wenn man mal Meetings aufgetaucht ist, um zu zeigen, wie toll und hübsch man ist. Ja. Das. Warum gibt es diesen Felsen hier? Ist es nur als Ausgleichsmasse für die Brücke gedacht, das Ding? Hat gerade kurz gewackelt. Warum tut es das? Muss das? Achso, warte mal, ich sollte vielleicht mal die richtige Quest, ne? Kontinuitätskönigin. So. Jetzt sind wir auf dem richtigen Kurs. So, da war auf halbem Weg schon Plünderer begegnet. Das sieht ganz schön massiv aus, das Ding. Vor allen Dingen, wenn da so ein komischer Durchsichtigkeits. Ist das nur ein Hologramm? Oder ist das irgendein komischer Grafikeffekt? Guck mal hier, wenn ich hier so rüberlaufe. Weil es ist nur, wenn ich laufe. Das ist halt auch schief. Also es ist doch nicht. Oder ist das Vertikalsynchronisation? Warte mal, sehe ich das im Streambild? Moment. Nee. Man sieht es auch in der Aufnahme. Wie gesagt, das ist vielleicht nur eine Eigenschaft meines Bildschirms. Und. Wir haben die Purpleberry Farm erreicht. Und okay, hier aber erneut, oder? Purpleberry Nut Hut. Okay, gut, ich werde noch mal kurz Interface split. So. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz um. Overseeing Orchardist Office. Purpleberry Farm. That's a lot of purple. In der Tat, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie ein Bild von machen möchte. Das ist gut. Also wenn ich nicht total faul bin, ist das Thumbnail dieser Episode. Aber ich bin wahrscheinlich total faul. Ich kenne mich aus. Ach, guck mal, hier hinten gibt es noch mal so ein extra Grand Colonial. Wenn er diese dumme Brückenpfeiler nicht, würde das sogar irgendwie cool aussehen. Aber so kann ich das halt irgendwie. Ja, das war so, könnte ich das machen. Naja, hat aber auch nicht so richtig was. Naja, was soll's. Schön. Und da bin ich mitten im Rennen. nach dem Minischnitt. Ich mache immer so Live-Schnitte. Es ist ja nicht so, dass ich mich hinterher hinstelle und das mit KD in Live irgendwie durcheinander baue. Nee, ich mache das live in der Aufnahme. Material gab es einfach nie. Weg jetzt in Mühe und so holen. Ich muss mich gerade wieder nicht fahren. Ich habe diesen dummen Rechner wieder vergessen, weil ich habe gerade einen schweifenden Blick. Das ist übrigens ein Raumschiff hier, ne? Ich habe gerade einen schweifenden Blick. Also sind die. Soll das einfach heißen, die Plünderer sind die einfach nur gelandet, ganz stumpf?
Ich habe hier diesen dummen Computer vergessen. Verbindungsgröße. Es ist ein wissenschaftlicher erwiesen, dass Risosüßigkeiten keine Karies verursachen. 5 von 5 der Riso bezahlten Ärzte stimmen dieser Studie zu, angesichts der durchschnittlichen Lebensdauer eines Kolonisten. Ach so. Für das gesamte Wartungspersonal ist die gründliche Reinigungsphase nach dem Umgang mit Maschinenteilen erforderlich. Die verwendeten Chemikalien können Warnverstellungen und Schwindel verursachen. Risus möchte daran erinnern, dass firmeneigene Maschinenchemikalien nicht verwendet werden dürfen, um Warnverstellungen und Schwindel hervorzurufen. Jegliches Personal, das bei dem Konsum besagter Chemikalien erwischt wird, ob absichtlich oder unabsichtlich, wird bei der für den Missbrauch von Konzerneigentum abgemahnt und muss für die betroffenen Schichten eine Kompensation der Gehaltshöhe richten. Ja, nice. Wartungsprotokolle. Kümmel aufgefüllt, sollte jetzt für eine weitere Woche reichen. Kümmel wurde schnell aufgebraucht, das erwartet. Ich habe die Tanks wieder aufgefüllt und werde ein Auge drauf behalten. Sieht aus, als hätten wir über Nacht weiteres Kühlmittel verloren. Es muss ein kleines Leck in den Tanks oder in den Rohren gegeben haben. Beantrage Freigabe für vollumfassende Inspektion durch das IAK-Management. Keine Antwort auf meine Anfrage. Ich muss den falschen Betreff verwendet haben. Oder vielleicht habe ich die falsche Unterabteilung im CC gesetzt. Probier es noch einmal. Meine Inspektionsabfrage steht immer noch aus. Wir verlieren immer noch Kühlmittel. Ich werde es einfach selbst ansehen. Genehmigen hin oder her. Was wollen die schon machen? Oh. Nachrichten. Ramirez, klingt, als hättest du das nachts öfter Gäste auf dem Gelände. Das würden die leeren Flaschen und Zigarettenstummel erklären. Das Problem ist, dass sie in der Dunkelheit gelegentlich vom Rand fallen, was dazu führt, dass das Hotelmanagement einen Heidenaufwand betreiben muss, um die säumigen Zahlungen wieder einzutreiben. Ich weise auch Sicherheitsoffizier Danvers an, den Komplex nach Einbruch der Dunkelheit zu patrouillieren. Er wird vermutlich darauf bestehen, dir nächtliche Berichte zu übermitteln. Er schaut zu viele Serien. Am besten wirfst du sie einfach über den Rand, wenn er gerade nicht hinsieht. Sag, du hättest sie zur Verarbeitung an deinen Vorgesetzten weitergereicht. Phelps. Sagt exakt nichts aus, oder? Ich meine, welche Erkenntnis haben wir jetzt damit rausgeholt? Welche Erkenntnis haben wir gerade aus dieser Geschichte rausgeholt? Keine, oder? Also außer, dass es hier nächtliche Besucher gibt, die Kühlmittel klauen? Und dass es anscheinend unmöglich ist, einen Wartungsauftrag zu kriegen. Naja. Aber es ist erstaunlich für Eigeninitiative, ne? Dass er einfach mal nachgeguckt hat. Das kann man ja auch nicht von ihnen erwarten. So, wir kommen dann bestimmt auch bald in dieser Portman Bay Farm wieder an. Ich war vorhin bei unpraktische Koffer, ne? Da bin ich irgendwie über Flucht gekommen. Nee, aber das, die Koffer, da hat sich ja einige getan, ne? Also gerade so ein Rollkoffer ist, wenn du nicht gerade durch Schlamm musst, selbst dann kannst du ihn tragen. Also ein Rollkoffer ist eigentlich immer besser, ne? Weil selbst wenn die scheiß Rollen kaputt gehen, außer vielleicht, dass er konstruktiv komplexer ist und deswegen teurer ist. Aber ansonsten ist halt, wenn du ihn schon hast, ist er eigentlich immer besser. Das hat ein Nervensymbol überkommen. Oder sie. Sydney Mujano. Hallo. Wow, 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 it's Rizzo's. Welcome to the Purpleberry Nut Hut, you wonderful, wonderful customer. Thank you for giving my humble existence value. No one can give you value. It is yours intrinsically. You just need notice it. But you seem happy regardless. I sure am. Good lamps you got on you to take notice. Also sie hat gesagt, hallo, hallo und schön, dass ich dich zu meiner armseligen Existenz einen Wert verschaffen kannst. Und der Vicar auch meinte, du hast schon immer Wert in deinem Inneren. Niemand kann dir Wert geben. Nun gut, ach so, oh, sie hat so einen Wurm dran, ne? Das ist mir übrigens tatsächlich noch nicht aufgefallen, weil ich gerade so damit beschäftigt war, was zu übersetzen. Oh, kriegen wir den irgendwie wieder raus aus ihr? Das ist so ein Brainslug, ne? Die ist wahrscheinlich so gut wie tot. Tun wir so, als wäre das völlig normal. Ich frage mal nach dem Hals. Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Okay. Halt still, ich werde es versuchen, das herauszustellen. Oh, geht das? Don't you dare! Or I'll cut something off you! Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger. Even if it means hurting you. Das kann man mal fighten. Wie lange geht das schon? Okay, jetzt mal, hast du das Ding angeschleppt? Wie lange geht das schon so? Couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. Oha. I really can't imagine life without my little passenger. Kann sie das überhaupt überleben, wenn wir ihn rausziehen? Ich meine, wir wissen, wie das Ding sonst noch so aussieht, ne? Das ist ja toll. Können wir das Thema wechseln? Oh Mann, ey. Das wird ein bisschen creepy hier, ne? Also früher als erwartet. Ich hätte früher herkommen sollen. Nun, wo hast du den kleinen Passagier gefunden? I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Ah ja. Ja, gut, ne?
Das ist, immerhin sieht man diese Parasiten. Obwohl, das macht das nicht weniger eklig, ne? Als wenn die Leute so kleine Würmer am Kopf haben, die man nicht sehen kann, die einfach nicht so, sich so komisch verhalten. Naja, immerhin haben wir schon mal eine mögliche Erklärung für die Verhaltensänderung der Leute hier, nicht wahr? Das ist doch toll. Und vor allen Dingen passt das auch wunderbar zu den anderen Dings. Ich meine, die eine lustige Frau, die... Wie hieß sie? Amelia Stillwell hat uns doch hierher geschickt, nicht wahr? Ja, da können wir das Thema wechseln. Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. Tja. Kannst du mir was über die Obstgärten erzählen? I'm so glad you asked. The orchards are my third favorite subject, with my first being Rizzo's refreshing drinks and my second being Rizzo's toothsome confectionaries. Our orchards are the source of 63% of Rizzo's total produce, which correlates to 112% of fresh goods throughout all of Halcyon. Give or take a few percent, of course. If you want to know more about each part of the orchards, might I recommend one of our fantastic tours? One of our options is even audio-guided as a special bonus feature. Wow. Ich habe vergessen zu übersetzen. Also sie hat eigentlich, also den Parasiten an ihrer Seite nennt sie nur ihren kleinen Passagier. Und das ist aber, manchmal macht sie sich Sorgen. Und der war auf einmal eines Tages da, aber sie mag es nicht, sich Sorgen zu machen, das macht sie sich keine Sorgen. Und sie hat plötzlich das Gefühl, mir Gewalt antun zu wollen, wenn ich etwas gegen ihren kleinen Passagier machen möchte. Nun, ja, schön. Und sie meint, das sind 63% aller Riso frischen Sachen werden hier produziert und damit 112% der gesamten frischen Dinge in der Kolonie. Mathe sagt uns, dass das nicht ganz richtig sein kann. Aber Mathe ist eben Bastard, ne? Tja, vielleicht habe ich kein Interesse mehr über den, vielleicht habe ich da Interesse mehr über deine Tour zu fahren. Ja, und es gibt auch Touren. Einen davon ist sogar vertont. Das ist ja schön, ja. Oh, I'm so glad you said that. Our tours are my fourth favorite subject. Every part of the orchards is so rich with Rizzo's lore. Buy a tour ticket and anoint yourself with knowledge. Oh, ich muss das Tour-Ticket kaufen? Rizzo steht auf aggressive Tauftakt, nicht wahr? We have three tour options. Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. Each option is wonderful in its own special way. Premium includes a 10-minute pass to the Sprat Petting Zoo. What? Premium Plus comes with a novelty purple berry in amber, and the Golden Ticket is audio-guided in addition to being self-guided. Also nur das super tolle Ticket hat ein Audio-Guide drin. Das Premium ist ein 10-Minuten-Pass zum Sprettstreichen. Wer will denn das Sprett streicheln? Vor allen Dingen, das ist hier ein Übersetzungsfehler bei. Wir sagt, Premium Plus belohnt sich mit einer neuen Purple Berry in Bernstein. Das ist aber was sie gesagt hat, war Novelty. Und Novelty sind so Sachen, die du halt hast, weil es irgendwie cool ist. Da fällt mir zum Beispiel ein und sehr passend dazu. Es gibt zum Beispiel Berliner Luft, das ist so ein Pfefferminzdrink. In so Rot. Schmeckt genauso. Nebst auch mit so goldenen Glitzer drin. Schmeckt übrigens immer noch genauso. Ich glaube, ich habe hier noch eine Flasche rumstehen. Ob ich die mittlerweile losgeworden? Ich habe früher. Jetzt wieder kleiner Diskurs. Früher mal sehr viel Pfeffi getrunken, aber das Zeug von Absthof, weil ich habe in Magdeburg studiert und in Magdeburg steht auch die Absthof Brauerei. Das hat überhaupt nichts mit dem Preis zu tun oder irgendwie der Verfügbarkeit, weil das Zeug gibt es überall. Aber, und das habe ich auch erst nachher erfahren, aber wir haben mal das Zeug getrunken, weil warum bloß ein bisschen billiger als die scheiß Berliner Luft und die schmeckt doch ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist richtig geil, wenn du dich hart besoffen hast, mit Pfeffi und am nächsten Tag zum Zahnarzt musst. Hast super frischen Geruch, aber ich glaube, es stinkt immer noch nach Alkohol und du kriegst es nicht selber mit. Naja. Auf jeden Fall so viel dazu. Aber das ist halt Novelty, wenn irgendwas halt irgendwie so toll ist. Ich habe ja auch eine Menge Novelty-Sachen. Also ich stehe ja auch auf sowas. Ne? Da bin ich ja richtig. Zum Beispiel hier mein Controller für die. Ich musste mir neulich mal einen neuen Xbox-Controller kaufen. Bzw. eigentlich ist es ein PC-Controller, aber ich benutze den halt, weil weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist die 20 Jahre Xbox-Variante. Der ist oben so ein bisschen transparent. Und sonst ist der kein Stück anders als der normale Scheiß-Xbox-Controller. Kein bisschen. Aber es ist halt Novelty, ne? Hat doch, glaube ich, genauso viel gekostet. Insofern war es auch real. Aber ich habe so ein paar so andere Novelty-Gegenstände, die dann halt so ein bisschen anders sind, ne? Das ist das. Aber das ist nicht neu, sondern es ist halt so special. Na gut, aggressiven Verkaufstaktiken, was? Huh? Oh no! Rizzo's doesn't make me recommend the tour. Helping customers just makes me even happier than I already am. And that's saying a lot. Oh, ich würde noch was über Weizen erzählen. Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. Ja, klar. And delirious euphoria can cause some to recoil and run screaming from your presence. I'm not quite sure what you mean. There's really nothing better than feeling a euphoric sense of happiness and self-contentment. Now I'd be pleased as punch to sell you a tour ticket.
Sie würde sich freuen, wenn eine Pop-Berry-Königin wäre. Und sie, also sie meint auf jeden Fall, dass das macht, also sie verkauft das aus freien Stücken, weil nichts macht ihr glücklicher als Kunden glücklich zu sehen, weil glückliche Kunden werden wiederholte Kunden. Und der Vikar meinte darauf nur ernst trocken. Ja, und deine religiöse Euphorie macht mich dazu, dass ich schreiend davonlaufen möchte. Na gut, ich guck mal so ein Scheiß-Ticket, was kostet denn? Which kind would you like? Was kostet's denn? Das goldene Ticket? You're in luck. We have one left. Normally there are 100 bits, but seeing how I'm sold out of everything else, I can give it to you for just 90. How does that sound? Oh, ich hätte die anderen beiden eh nicht kaufen können. Na ja gut, ja komm, 90 Bits sieht aber noch voll. That's great. Thank you so much. Ich frage mich echt, wann ihr komischer Wurm platzt, ne? Na gut, okay, das war das. Schön.